Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Traumfabrik, herzlich willkommen in der Schauburg. Ich darf Sie heute auch im Namen von Herbert Born hier recht herzlich begrüßen. Der Schauburg-Chef hat uns diese Reihe ja hier ermöglicht. Kubrick Space, unsere Filmreihe, lädt ein zu kognitiven und emotionalen Erkundungsreisen in das filmische Universum von Stanley Kubrick. Filme, Konstruktionen von Raum und Zeit, eine Übertragung der Imagination der Filmemacher und in die Imagination der Filmzuschauer. Eine Form der Kommunikation, für die auch die Metapher des Tagtraums verwendet wird. Daher laufen unsere Filmreihen unter diesem Überbegriff der Traumfabrik. Stanley Kubrick war ein Meister der Bilder und der Imagination. Seine Filme bewegen uns heute genauso wie zu der Zeit, als sie entstanden. Vielleicht verstehen wir sie ganz allmählich etwas besser. Einen seiner engsten Mitarbeiter und Vertrauten haben wir heute hier zu Gast. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Jan Harlan. Guten Tag. Es war ja sehr interessant, diese uralten Trailers zu sehen. Ich kann Ihnen versprechen, dass die Filme nicht so verfärbt sind. Ja. Ich werde manchmal gefragt, was ist denn eigentlich besonders an Stanley Kubrick? Und meine Antwort eigentlich ist immer, dass seine Filme nicht verschwinden. Die Filme sind alle da, alle von Lolita und Paths of Glory, und also Wege zum Ruhm heißt es auf Deutsch. Es ist alles noch da und wird ständig gesehen und verkauft. Das ist wohl überhaupt das Merkmal eines Künstlers, dass seine Werke nicht verschwinden. Ob das ein Maler ist oder ein Komponist oder ein Schriftsteller, ist eigentlich ganz egal. Das ist das Entscheidende. So würde ich das definieren. Ja? Aber also den Film, den Sie jetzt sehen, den habe ich gemacht unmittelbar nach seinem Tod. Ich bin Warner Brothers sehr dankbar, dass sie mich beauftragt haben damit. Denn ich habe ja noch nie Dokumentarfilme vorher gemacht. Meine Rolle war eine andere. Aber es war eine ausgesprochen gute Sache für mich, das zu tun. Nach diesem Schock. Und mein Film selbst ist eine Einführung in Stanley Kubrick. Es hat also gar keinen Sinn, dass ich jetzt eine Einführung in meine Einführung gebe. Und ich denke, wir sprechen uns, nachdem Sie den Film gesehen haben. Sollten da noch Fragen da sein, beantworte ich die gerne. Es sollte ich so entfernen, dass ich das kann. Ja? Herzlichen Dank. Vielleicht eine Frage schon vorneweg. Sie sind 1937 in Karlsruhe geboren. Haben Sie Erinnerungen an Karlsruhe? Nein, ich war ein Baby, als ich hier geboren war. Da habe ich keine Erinnerungen daran. Ich bin dann während des Krieges auch in ein Dorf südlich von Sinsheim, um den Bomben zu entfliehen mit meiner Schwester. Und dann nach dem Krieg war ich in Konstanz zunächst und dann immer in Freiburg. Also ich bin ein Freiburger. Ja. Aber Sie können noch Badisch. Ha, ja, natürlich kann ich das. Ja, meine Damen und Herren, dann schlage ich vor, wir sehen uns jetzt den Film an. Der erzählt sehr viel. Sie können sich in der Zeit auch schon eigene Fragen überlegen und wir treffen uns dann nachher wieder. Bis dann. Viel Spaß. Ja, Jan Harlan, vielen Dank für diesen wunderbaren Einblick in das Leben eines wirklich großen Künstlers. Und man hat bei Stanley Kubrick den Eindruck gehabt, er hat wirklich immer gewusst, was er macht. Er war ein Künstler und er hat es durchgesetzt, in Hollywood ein Künstler zu sein. Das ist nicht eine geringe Leistung, glaube ich. Was war der erste Kubrick-Film, den Sie gesehen haben? Das war wahrscheinlich Paths of Glory. Ja, sicherlich. Ja. Es ist so, es ist ja einfach, einen Film zu machen. Ja. Nicht? Es ist sehr schwierig, einen guten Film zu machen, den andere Leute auch sehen wollen. Ja. Und er war sich dessen sehr bewusst. Und er wollte auf gar keinen Fall Filme machen, die kommen und gehen. Und es spielt eigentlich keine Rolle, ob man es gemacht hat oder nicht. Und ich bin sehr froh, dass ihm das gelungen ist. Ja. Ja. Was Bleibendes, nicht? Also das, absolut. Ist ja, das Kino ist ja oft so ein Alltagsgeschäft. Die Filme kommen rein ins Kino und nach einer Woche sind sie dann wieder vergessen. Daran war er nicht interessiert und er teilte natürlich immer das Publikum. Mhm. Er teilte auch immer die Kritik. Es ist ja keineswegs so, dass alle Leute immer von seinen Filmen begeistert waren. Überhaupt nicht. Aber auch das
geht allen Künstlern so, die immer an die Grenze gehen. Mhm. Denken Sie nur an Leute wie Van Gogh, der nie ein Bild verkauft hat, nur an seinen Bruder zwei. Das zählt also kaum. Ja, und da gibt es viele Beispiele. Ja, dass also Leute, die Neues entwickeln, immer Schwierigkeiten haben zunächst. Aber wichtig bei einem Filmemacher ist, dass er genug Leute hat, also ein großes Publikum hat, dass das doch genügend, um ihn weiterzubringen. Aber es war nicht etwa so, dass das immer, alle Leute waren begeistert. Überhaupt nicht. Das wusste er auch. Aber da kann man gar nichts dran machen. Es waren ja sehr viele kontroverse Themen auch, an die er sich rangewagt hat. Tabuthemen. Ne? Sicherlich, Dr. Strangelove. Ich meine, da wurde er sehr angegriffen dafür. Aber ja, nun, der Film ist nach wie vor eigentlich, unüberholt. Ja, nicht tatsächlich. Ja. Und es gibt ja tatsächlich noch die Atomwaffen. Nicht? Also es ist immer noch aktuell, nicht dieser Film. Er selbst fand seinen letzten Film den größten Beitrag überhaupt. Ach, viele Leute sind überhaupt nicht der Meinung. Aber das spielt keine Rolle. Es ist, was der Filmemacher selbst empfindet. Der Künstler selbst empfindet es entscheidend. Nicht? Vielleicht braucht der Film ja auch seine Zeit, bis er, wie die anderen, sich bei einem breiteren Publikum durchgesetzt hat. Ja, nun, in Eyes Wide Shut ist es so, dass es von Land zu Land sehr verschieden war. Der Film war von vornherein sehr erfolgreich in allen lateinischen Ländern und in Japan. Also Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, wunderbar, und Japan. In Nordeuropa gar nicht und in Amerika überhaupt nicht. Was soll man da machen? Ich habe übrigens interessant mit einem Journalisten in Rom darüber gesprochen. Der meinte, ja, das sei völlig klar, das hätte zu tun mit dem Katholizismus. Und habe ich gesagt, das verstehe ich nun überhaupt nicht. Wieso denn das? Ah, weil wir behandeln das Thema von Sex und Lust und all das, während ihr macht dumme Witze darüber. Ja, ich meine, ich kann das nicht bestätigen, ich bin kein Psychologe, also ich kann das nicht sagen, ob das stimmt. Vielleicht ist es sehr vereinfacht, aber es war interessant, das zu hören. Das ist eine interessante These. Ne? Was jedenfalls stimmt, ist, dass der Film in Italien und Frankreich und Spanien sofort sehr erfolgreich war. Mhm. Und ich erinnere mich an einen Fax von dem Büro in Japan, von dem Manager von Warner Brothers in Tokio, und der schrieb auf Englisch, also the film is a huge success and couples are leaving the cinema holding hands. Das Publikum, also Paare verlassen das Kino und halten die Hände. Das ist offensichtlich in Japan was ganz Besonderes. Ja. Das ist wunderschön. Also Eyes Wide Shut, darauf dürfen Sie sich auch noch freuen. Der ist so ziemlich gegen Ende unserer Reihe, nicht ganz am Schluss, weil wir ja noch Artificial Intelligence reingenommen haben. Ja. Das ist, ja... Ja, wie würden Sie sagen? Film. Es ist ja auch ein Kubrick-Film. Das ist ein toller Film. Ja. Das AI, da haben wir sehr daran gearbeitet, ein Jahr lang. Und dann hat Stanley gemeint, dass Steven Spielberg der bessere Regisseur dafür sei. Und ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mich sehr gefreut darauf. Aber nun ja, das ist, er ist der Filmemacher, nicht ich. Und andererseits kam dann Eyes Wide Shut. Und das ist natürlich schon sehr gut, dass das endlich passierte. Denn wir haben die Rechte damals vom Fischer Verlag 1970 bereits erworben. Also 30 Jahre lang hat er an diesem Stoff gekaut. Immer wieder. Es war mal vor Shining, also ich glaube 78, 79 oder so, da wollte er es mal machen als Arthouse-Movie, also so schwarz-weiß, ganz low-budget, mit Woody Allen als jüdischen Arzt in New York. Und da war er also ganz begeistert von dieser Idee, aber dann kam er mit dem Drehbuch nicht zurecht und hat es wieder fallen lassen. Also, das wäre ein ganz anderer Film geworden dann, nicht? Ja, wäre anders geworden, aber bestimmt auch interessant, ja. Was hat ihn an Schnitzler fasziniert? Das ist ja eine alte Geschichte. Schnitzler war zu seiner Zeit natürlich, man könnte fast sagen, wie Kubrick auch seiner Zeit voraus. Ne? Ja, Schnitzler war eigentlich Arzt und war aber sehr erfolgreich als Autor, hat dann den Arztberuf ganz aufgegeben. Ja. Und Sigmund Freud nannte ihn seinen Alter Ego, wie sagt man das, seinen Doppelgänger. Ja, ja? Ja. Aber die Geschichte, Stanleys Film ist ja sehr dicht an der Traumnovelle. Ist ja kaum verändert. Ja. Die Tatsache, dass es New York ist und heute, das ist eine reine Formveränderung in der Substanz. Hat es ja nichts mit der Zeit oder mit dem Ort zu tun. Was ihn interessierte, ist immer gültig und überall und zu jeder Zeit. Ja. Ja.
Es ist ja ein Film über Sexualität, nicht über die Abgründe von Sexualität. Und über Eifersucht und über uns selbst, über unsere Schwäche und auch nicht offen zu sein und auch nicht Dinge zu klären. Also das ist ja ganz kompliziert. Das ist über sehr vieles. Das ist immer sehr vieles. Ja. Und natürlich die menschlichen Schwächen sind immer etwas, was ihn interessiert hat. Dr. Strangelove ist ja offensichtlich da in der Richtung. Die größte Schwäche an Eyes Wide Shut ist, dass man den Film zweimal sehen muss. Ja. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, weil wenn er einem dem ersten Mal nicht gefällt, warum soll man dann ein zweites Mal sehen? Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die dann aus irgendeinem Grund den Film nach 5 oder 10 Jahren nochmal gesehen haben und sagten sie mir, Mensch, jetzt habe ich das endlich kapiert. Ist ja ein tolles Ding. Wie Woody Allen in ihrem Film. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. So ist das. Ja, genau. Woody Allen mit 2001. Das ist genauso. Nun, 2001 ist ein Film, der wurde vor allen Dingen von Jugendlichen gerettet. Mhm. Leute über 40 fanden den Film im Großen und Ganzen völlig unbefriedigend. Und er hat Liebesbriefe gekriegt von Buben zwischen 14 und 25, sagen wir mal. Ja, also unglaubliche junge Männer vor allen Dingen fanden diesen Film hinreißend. Und zwar nicht wegen der Technik, sondern da war ein Mann, der sich verbeugte vor dem Unbekannten. Ja. Vor dem, was das da ist, einfach mehr als das, was wir sehen. Und das kommt in diesem Film raus. Und das fanden also gerade junge Männer ganz toll, dass das mal endlich jemand so sagt. Wunderbar, ja. Wann begann Ihre Zusammenarbeit mit Stanley Kubrick? Wegen Napoleon. Ja. Es war eigentlich ein Zufall. Ich kannte ihn natürlich sehr gut. Ich habe ihn in New York ständig gesehen. Der war längst mit meiner Schwester verheiratet. Ja. Aber ich hatte überhaupt kein Interesse damals. Ich war mir sehr glücklich in meinem Beruf. Und dann ging ich nach Zürich und er war sehr interessiert an Napoleon. Nicht so sehr, dass er meinte, er könnte was Neues zu diesem Mann sagen, denn ich meine, da gibt es ja keine Geheimnisse mehr. Sondern was ihn interessierte, war die Relevanz für uns heute. Ja. Dass eben diese Mischung aus Genialität und Dummheit, das ist das, was eben da ist. Ich meine, der Mann der war ja wirklich nun unglaublich erfolgreich und sehr, sehr begabt. Und das ist gar keine Frage. Und trotzdem war er nicht in der Lage, über seinen Schatten zu springen, mit England Frieden zu machen und ist ganz alleine an sich daran. Also er hat niemanden etwas vorzuwerfen an seinem Versagen. Das ist er selber dran schuld. Und es ging ganz langsam los bei ihm. Da habe ich mich 2 Jahre lang sehr, sehr intensiv damit befasst. Mein Schwager Christian sitzt übrigens im Publikum. Der hat auch damals mitgeholfen, Sachen zu besorgen. Er hatte ja viele Leute, die alle was besorgen mussten zu diesem Thema. Er hat also gesammelt, was es nur gab. Und heute haben wir vermutlich das größte Archiv, was es überhaupt gibt, in unserer Hand. Weil wir ja nicht davon ausgingen, ob das künstlerisch wertvoll ist oder nicht, sondern nur Information. Ich habe 17.000 Diapositive von Abbildungen vor der Fotografie. Stellen Sie sich das vor. Und die sind alle in unserem Archiv. Das ist eine unglaubliche Arbeit. Da sind viele Historiker sicher neidisch auf Sie. Und Christian Joost, der hier irgendwo sitzt, hat bestimmt auch etliche 100 Bilder dazu beigetragen. Und es ist alles da. Es ist alles sehr, sehr, sehr sorgfältig aufbewahrt in IBM Punch Cards. Da wird es dann eingebaut und daher völlig sorgfältig dunkel aufbewahrt. Also diese Bilder sind nach wie vor ganz erstklassig. Und wir haben auch ein Buch für den Taschenverlag gemacht. Über das Napoleon-Archiv. Das ist da zum Teil abgebildet, Der größte Film, der nie gedreht wurde. Ne? Genau. Das ist schade, dass das nicht geklappt hat. Denn so wie auch Dr. Strangelove relevant ist für uns heute oder Paths of Glory relevant, man muss es halt sehen, so wäre der Napoleon-Film ein ganz aktueller Film geworden, nicht? Nicht das Drehbuch, was veröffentlicht ist, das war eigentlich mehr zum Lesen. Aber das hätte sich sehr verändert im Laufe des Jahres. Das weiß ich genau. Und bei all seinen Drehbüchern ist es ja so, dass wenn man das Drehbuch liest vor dem Film und dann anschließend, dann sieht man, wie sich das verändert hat während der Dreharbeiten. Ja. Edgar Reitz hat mal erzählt, er hat Eyes Wide Shut deutsch synchronisiert. Dass im Drehbuch, das er von Kubrick erhalten hat, relativ wenig Angaben waren, Regieanweisungen. Ja, ganz wenig. Ja. Ja.
Ja. Und Edgar Reitz ist natürlich auch so ein Mann, der sehr ringt um jedes Detail und ist überhaupt ein großartiger Künstler. Ja. Und Kubrick war ein richtiger Reitz-Fan. Ja, als sie diese erste Heimat gesehen haben zusammen, damals, also, dass er das nochmal erleben konnte, so ungefähr. Ach, und der Film war ja dann auch in England, vor allen Dingen kam es ja unglaublich an. Ja. Viel mehr als in Deutschland. Ach, tatsächlich? Ja. Welche Regisseure der jüngeren Generation hat er noch geschätzt? Also es gibt ja viele Kubrick-Fans, und beispielsweise die Coen Brothers oder Tarantino. Ne? Ja, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Da will ich jetzt keine einzelnen Namen nennen. Das wäre ungerecht, weil er war ein Filmfreak. Ja. Er hat also oft auch sehr junge Leute, neue Filme sich angesehen. Mhm. Und wenn er dann begeistert war von einem Erstlingsfilm, hat er oft diese Person angerufen und wollte sagen, wie er das schätzt. Und dann haben die Leute meistens gedacht, dass sich jemand einen Witz macht und haben aufgelegt. Ja. Und sagt, ja, wer glaubt schon daran, dass ein Stanley Kubrick anruft? Er war sehr begeisterungsfähig, ja, durchaus. Das ist schön. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage auch bei Ihnen. Ich habe mir sehr viele aufgeschrieben, aber ich möchte Sie natürlich auch nicht zu kurz kommen lassen. Und es gibt noch einige Leute natürlich, die auch ein Interview mit Jan Harlan machen möchten. Aber Sie haben jetzt erstmal den Vorrang. Ja, ich habe versucht, vieles zu beantworten. Ja, bitte. Stellen Sie einfach Ihre Frage. Ja. Ich versuche Sie dann hier nochmal laut ins Mikrofon zu sprechen, damit alle das auch verstehen. Also das Verhältnis zu Jack Nicholson, von Stanley Kubrick zu Jack Nicholson, ja. Ja, er war generell mit Schauspielern sehr, sehr freundlich und höflich und hat auch nie laut gesprochen, sondern sie immer an die Seite genommen. Da gibt es natürlich immer Ausnahmen bei solchen Regeln. Da gibt es ja die Sache, die auch in meinem Film drin ist, wenn Shelley nicht kommt. Das müssen Sie sich vorstellen. Das war nachts außen ein künstlicher Set, künstlicher Schnee, vor allen Dingen künstlicher Nebel. Wenn jetzt ein kleiner Windstoß kommt, ist alles im Eimer. So, jetzt war also alles richtig und dann also, okay, rolling, come on, action, go. Und der hat es nicht gehört. Und das ist natürlich furchtbar ärgerlich, also das gibt es schon auch. Aber in der Regel war er immer sehr, sehr höflich mit den Leuten und hatte sehr gute Verbindung. Es kamen ja auch viele Leute immer wieder. Sie müssen ein bisschen lauter sprechen, weil ich bin etwas schwerhörig. Oh, da kam einfach kein Film mehr, für den er geeignet war. Irgendwann dachte er vielleicht, dass er doch nochmal Napoleon macht. Ja? Aber da haben sie darüber gesprochen, aber das kam dann nie zum Zug, weil eigentlich sollte Napoleon jetzt gemacht werden als eine Fernsehserie. Das wäre das Richtige. Nicht auf 3 Stunden begrenzt, sondern ruhig 6, 7, 8 Stunden, weil da gibt es so viel dazu zu sagen, zu diesem Thema. Und vielleicht kommt das. Der Stoff ist ja groß. Ne? Der Stoff ist enorm und es ist ja eine erstaunliche Mischung, diese Person, das ist gar keine Frage. Ja, häufige Zusammenarbeit. John Alcott fällt mir da ein, der Kameramann. Kameramann. Das ist also gerade nachdem er sich ja so oft mit Kameraleuten gestritten hat, wie Sie ja auch hier erzählt haben von Lucian Ballard. Ne? Das war am Anfang, ganz am Anfang. Ja, schauen Sie, Schauspieler zum Beispiel, der Grady, das ist der Mann, also der Butler in Shining, das ist ja derselbe wie der war schon in Barry Lyndon. Ja, da ist es so ein Accountant. Und in Clockwork Orange war es der Vater. Also wir haben viele Schauspieler gehabt, die kamen immer wieder und die kamen immer gerne wieder. Ja. Die Frage ging nach dem Ende von Artificial Intelligence. Ja. Mit diesen Aliens, sagen Sie, es sind ja Roboter. Das sind keine Aliens, das sind ja Artificial Intelligence. Das sind Roboter, natürlich. Und die Idee, das war die Frage, kam die von Kubrick? Ja, ja, absolut. Das ist ja, der ganze Film heißt ja Artificial Intelligence. Es geht nur um Roboter. Oh, und die Geschichte ist so, dass eben dann irgendwann, wenn der kleine David also gefangen ist quasi von dem im Eis, dann wir wissen nicht, wie lange die Menschheit noch existiert, um ihre Roboter weiterzuentwickeln bis zu einem Level, dass sie also sich selbst erhalten können. 500 Jahre, 1000 Jahre, wir wissen es nicht, weil kommt ein Sprung 2000 Jahre in die Zukunft. Kubrick ging es darum, alleine darum, zu sagen, dass die Menschheit verschwindet.
So wie wir uns benehmen, werden wir verschwinden. Warum auch immer, spielt eigentlich gar keine Rolle, das wusste er auch nicht. Und etwas ganz Entscheidendes ist am Schluss von AI, wenn die Roboter quasi den kleinen David finden, also so ähnlich wie man also die Tutanchamun-Maske gefunden hat in Ägypten, ja? Also wie ein archäologischer Fund, dann berühren sich die Roboter alle an den Schultern, ohne dass das erklärt wird. Und alle bekommen die Information gleichzeitig. Es gibt also keine Hierarchie unter den Robotern. Es gibt keinen Neid. Das wollte Kubrick ausdrücken und bloß nicht erklären. Bloß nicht erklären, das hat gar keinen Sinn. Das muss man entweder empfinden oder man empfindet es nicht. Dieses Risiko ist er ja immer eingegangen mit seinen Filmen, dass man bloß nicht zu viel erklärt. Man muss dem Publikum die Freiheit lassen, das entweder mitzudenken oder nicht. Und dann, wenn es nicht klappt, dann vielleicht klappt es mal ein bisschen später. Es ist ja im Bild enthalten. Ja, es ist im Bild enthalten. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und Steven Spielberg hat sich sehr an Kubricks Drehbuch gehalten. Die Frage ging dahin, ob Kubrick anonym in Kinos gegangen ist, um die Projektion zu überprüfen. Oh, da ist was dran, ja. Sehen Sie, da ist was dran. Und zwar ist es so, dass Kubrick selbst nicht. Aber ich war zum Beispiel in Karlsruhe, als Barry Lyndon gezeigt wurde. Wir waren in den Großstädten, da haben ich und meine Kollegen, und damals war ja die Projektion zum Teil noch recht schwach. Und zwar hatte man Projektoren mit Kohlenlampen, und wenn man die nicht gut gewartet hat, dann entstand ein sogenannter Hotspot. Also in der Mitte des Bildes war es sehr hell, und dann hatte man ein bis zwei Blenden Abfall links und rechts. Das kann man vermeiden durch Wartung und neue Spiegel und eventuell eine neue Optik und so weiter. Und Kubrick fand es also ganz schrecklich, die Vorstellung, dass er so viel Mühe in den Film steckt und dann wird es miserabel projiziert. Und es gab's. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin zu manchen Kinos gefahren in den großen Städten, und viele Kinobesitzer und Betreiber haben sich furchtbar geärgert darüber, und andere haben es sehr begrüßt. Also das liegt an meinem Individuum. Ja. Aber das ist richtig. Ja. Heute braucht man das nicht mehr, weil der Standard ist sehr viel besser geworden. Das ist gar keine Frage. Die Projektion heute in den großen Kinos ist eigentlich immer hervorragend. Ja. Es zeigt ja, Hitchcock sagte das mal, der Film ist erst fertig, wenn er im Kopf des Zuschauers angekommen ist. Das ist genau die Haltung, denke ich. Ne? Absolut richtig, ja, ist klar. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Ja. Gut, schön. Ja. Bitte sehr. Die Frage ging nach Martin Scorsese in Ihrem Film jetzt. Ja. Sie hätten da sehr viel Material aufgenommen. Haben Sie vor, das mal zu veröffentlichen? Ob ich was das Dokumentarmaterial, das Interview mit Martin Scorsese, das ist ja auch ein großer Film. Nein, das habe ich nicht vor. Das überhaupt nicht. Das ist damit abgeschlossen. Ich war damals sehr glücklich, dass Warner Brothers mich gebeten hat, diesen Film zu machen. Das war ja keineswegs selbstverständlich. Ich war ja nicht etwa ein etablierter Dokumentarfilmer, sondern ich machte was ganz anderes. Aber es war sehr, sehr... Ich habe mich sehr gefreut darüber, habe mich dann auch sehr bemüht und war sehr überrascht, dass alle Leute gerne mitmachten. Also selbst Leute wie Woody Allen und Jack Nicholson, die keineswegs leicht zu gewinnen sind für so etwas, gar kein Problem. Ja, und ich hätte den Film viel länger machen können. Ich habe viele Leute noch dabei gehabt, die konnte ich nicht mehr. Der Film wurde zu lang. Ja, und ich habe mich bemüht, nur Leute zu bekommen, die wirklich mit Kubrick wirklich gearbeitet haben, oder von denen, also Kubrick liebte sie. Kubrick liebte zum Beispiel Woody Allen. Ja? Und Spielberg war ohnehin ein Freund. Und ich habe sie alle bekommen, auch Steven, auch den Scorsese. Mhm. Eine einzige Person, die er sehr verehrt hat, habe ich nicht gekriegt. Und das war Ingmar Bergman. Das war für ihn immer also ein absoluter Maßstab. Ja. Und ich habe einen Brief im Archiv. Das ist also ein Brief, den schrieb Kubrick an Ingmar Bergman und sagte: "You are the greatest filmmaker in our generation, and there's nobody can touch you." Das ist interessant, nicht? Ja. Ja. Er hatte ja auch, Ingmar Bergman ist natürlich ein ganz großer Name. Er hatte ja auch mal Fellini genannt.
Ja, aber für ihn war Ingmar Bergman der Gipfel. Das war, that was it, ja. Das, ich habe nach Fellini natürlich gefragt, ja, wegen des surrealen Elements, ja, ja, das ja in dem Film drin ist. Nicht? Auch Fellini ist ja so einen weiten Weg gegangen, vom Neorealismus zu den surrealen Sachen. Ja. Ja, wie stand Kubrick dazu hinsichtlich Gewaltdarstellung, was man in Film zeigen darf, muss, soll? Hatte er da einen Maßstab? Ja, also ich meine, wir haben ja eigentlich, sehr in Clockwork Orange spielte das eine Rolle, ja? Und er hat versucht, das anzuheben, künstlerisch. Und er wurde damals sehr kritisiert dafür, dass also zum Beispiel diese Vergewaltigung, dass das so also massiv dargestellt wurde, dass es einem fast schlecht wird. Und er meinte, ja, das muss ja so sein. Das muss ja so sein. Was unmöglich ist, ist, dass man das so darstellt, als sei es etwa attraktiv. Das fand er ganz verkehrt. Ich meine, wenn man das zeigt, dann soll man das zeigen, wie schrecklich das ist. Und gleichzeitig hat er es erhöht durch das eine ballettartiges Schnitt noch zu dem Rossini. Mhm. Ja? Also er hat sich auch an das Buch gehalten, natürlich von Anthony Burgess. Aber ja, er fand es richtig, dass man das so zeigt. Aber das war nicht leichtfertig. Das war er nie. Ja? In Eyes Wide Shut hatten wir große Schwierigkeiten mit der sogenannten Orgie. Das war für ihn keine Orgie. Das war ein Blick in eine moderne Hölle. Er dachte an Hieronymus Bosch. Ja? Wir haben damals schon gesagt, also, meine Güte, ob das durchkommt, ist nicht ganz klar. Und ich weiß dann noch, dann hat also der Brian Cook, der First Assistant, und ich selbst haben ihm gesagt, also pass mal auf, in dieser Szene, dann lass uns das doch nochmal drehen und zieh diese Mädchen an mit irgend so einem Gewand. Also das, man weiß ja doch, worum es geht, weil du kriegst Ärger in Amerika mit der Zensur. Und dann meinte er, oh, don't, it's ridiculous, they're not that stupid. Ja? aber das hat, wir hatten dann schrecklichen Ärger, weil es war zu viel. The term is accumulated full frontal female nudity. Das ist ein wunderbarer Terminus. Ja, ja. Accumulated ist so schön. Ja, also ich meine, bis 7 Sekunden geht's und danach wird das Publikum also korrumpiert. Er war vollkommen davon überzeugt, dass man die Substanz sieht und nicht die Form. Und da hatte er Unrecht, denn die Zensur geht nur nach der Form und überhaupt nicht nach der Substanz. Ja. Und mussten wir für den amerikanischen Markt digital mehr Voyeure einbauen, weil es ging Kubrick alleine um die Voyeure und nicht um das, was sie sich angucken. Nicht? Es war eine... Warner Brothers war vollkommen auch der Meinung, dass man den Film nicht umschneiden darf. Das war nun der letzte Film von Kubrick, also da wird nichts dran geändert. Denn hätte Kubrick gelebt, hätte man das an einem Nachmittag ganz leicht verändern können. Man geht mehr auf die Voyeure und mehr auf Tom Cruise und weniger Busen und alles ist erledigt. Ja. Aber es war wirklich schlimm. Ja. Aber das ist auch bemerkenswert, dieser Respekt, der von dem Produzenten, von der Firma Brothers kam, von Warner. Oh, ja, Warner Brothers achtete ihn sehr. Mhm. Warner Brothers hat ihn sehr geschätzt, den Kubrick, ohne Frage. Ja. Ja. Was war eigentlich Ihre Aufgabe in den späteren Kubrick-Filmen? Sie waren ja Executive Producer. Ja, das war immer die gleiche. Mhm. Besorgen, was der Regisseur braucht. Mhm. Ich verhandelte. Erlaubnis, Rechte mit der Polizei und mit was weiß ich. Also das ging, die Vorbereitung war für mich immer das Wichtigste. Und ja, also Verträge machen, Sachen besorgen. Ich hatte nichts damit zu tun, dass man letzten Endes auf der Leinwand sieht. Sehen Sie, ein Film wird schlussendlich immer nur von einer Person gemacht. Und das ist die Verbindung zwischen Autor und allen anderen kreativen Leuten in die Person des Regisseurs. Das ist genau bei einem Komponisten so, und auch kein Komitee hat je ein großes Bild gemalt oder eine Novelle geschrieben. Es ist letztlich immer eine Person. Ja. Und wenn einem etwas an einem Woody Allen oder Ingmar Bergman oder Carlos Saura oder Film nicht gefällt, dann beschwert man sich bitte nicht beim Kameramann. Ja, ich fuhr mal von Ariflex zum Flugplatz mit Sven Nyquist. Das war also ein bekannter Cinematographer, der hat immer für Ingmar Bergman gearbeitet, aber auch für Woody Allen Film gemacht. Und ich hatte gerade einen Oscar bekommen für Fanny und Alexander. Und ich habe mir also furchtbar gratuliert und mir das und so weiter. Dann sagt er, look,
I'm only the cinematographer. You know, it's an Ingmar Bergman film. Und das ist natürlich völlig richtig. Das ist genau richtig. Und man kann den größten Schauspieler haben, wenn man ein schlechtes Drehbuch hat und keine gute Regie, dann nützt es einem überhaupt nichts. Es gibt ja wahrhaftig genug Beispiele dafür, nicht? Es muss zusammengeführt werden. Nicht? Und das muss in sich konsistent sein. Ja, ohne Künstler keine Kunst. So ist es. Ja, so ist es schon. Noch etwas? Ja? Bitte. Ja, die Frage ging dahin, bei Vergleich zu Hitchcock. Hitchcock behauptet ja immer, er hat den Film fertig im Kopf, wenn er zum Drehort geht und er langweilt sich dann nur. Bei Kubrick war es ja genau umgekehrt. Er hat ja experimentiert. Und die Frage ging dahin, da muss ja sehr viel Filmmaterial angefallen sein. Ist das noch vorhanden? Wird das mal veröffentlicht? Oder nein, wie geht man damit um? Wir haben das eigentlich immer zerstört. Ja. Anschließend. Ja, das ist weg. Es gab dann eben die definitive Fassung. Absolut, ja, genau. Nein. Die gültige Fassung. Das gibt es nicht. Also keine Reste, ja. Nee. Die Frage nach den Dialogen, standen die so schon im Drehbuch? In Eisweit Schatt meinen Sie jetzt, ja? Oder generell waren die Dialoge schon vorher fertig? Sicherlich, ja. Das Drehbuch stand mit den Dialogen und die Schauspieler haben die Texte gelernt. Was dann allerdings vorkam häufig, ist, dass während der Proben oder während der Dreharbeit Kubrick Sachen verändert hat. Deshalb haben wir immer so viel Zeit gebraucht. Nicht? Wir haben sehr viel Zeit gebraucht, aber um uns das leisten zu können, hatten wir eine ganz bescheidene, die Operations, ja, die waren sehr, sehr, wir hatten vier, im Eiswaldschatt hatten wir vier Büros und eine Kopiermaschine und eine Sekretärin, okay? Ich meine, wir hatten Tom Cruise und Nicole Kidman, die hatten ihren Caravan und sowas, aber sonst war das ganz harmlos. Wir haben aber lange, lange gebraucht, sonst ist es ja gar nicht zu bezahlen, ja. Also im Grunde genommen hat er sparsam gearbeitet. Sehr sparsam gearbeitet. Jeden Abend Lichttests gemacht, die wir haben am nächsten Morgen gesehen. Die Dialoge standen selbstverständlich, alle im Drehbuch, das war fix und fertig. Das geht ja gar nicht anders. Man muss ja bei Warner Brothers mit einem Drehbuch und einem Drehplan und einem Budget einen Vertrag machen. Ja, aber natürlich hat der Regisseur das Recht, das Drehbuch zu verändern. Ja, also. Bitte? Ja, die Dialoge von Peter Sellers, das war ja nochmal was anderes. Da war ich nicht dabei, ja. Das war vor meiner Zeit, da war ich noch in der Schule. Ja. Aber ich glaube, dass Peter Sellers hat sehr improvisiert. Mhm. Ja, das ist richtig. Aber das ist also wirklich vor meiner Zeit. Ja, bitte sehr. Welche der beiden Fassungen von Shining, die längere amerikanische oder die kürzere europäische, bevorzugte Kubrick? Eigentlich die kürzere. Er war sehr zufrieden damit. Er war ein bisschen enttäuscht, dass das Publikum die längere Fassung nicht so annahm, aber er war dann auch flexibel, ja? Und fand eigentlich dieses schnelle Ende ganz gut. Ja, ja, durchaus. Ich verstehe jetzt die Frage nicht ganz. Also inwieweit ist es essentiell für Kubrick gewesen, so viel Dokumentationsmaterial vorher zu... Wie zum Beispiel für Napoleon. Ja. Also inwieweit war es für Kubrick wichtig, so viel Dokumentationsmaterial zu haben? Er wusste ja, dass er viel davon nicht verwenden konnte. Ja, in Bezug auf Napoleon ganz entscheidend, weil er war ja auch, das musste er auch, hat er das selbst praktisch studiert. Aber vorher wusste er auch nicht so viel darüber. Er hat dann angefangen, über Napoleon zu lesen und dann immer mehr, und er wurde immer, je mehr er gelesen hat, je mehr war er interessiert und wollte unbedingt diesen Film machen. Er war sehr enttäuscht, dass er das nicht machen konnte. Und das lag daran, weil Dina De Laurentiis hatte dann einen Plan mit Rod Steiger, diesen Film zu machen, Waterloo. Wir wären hinterhergekommen und MGM mit absolut verständlicherweise hatte dann kalte Füße bekommen und hat den Film zurückgezogen. Kubrick war sehr enttäuscht, aber konnte man nichts machen. Ja, das wäre ja ein sehr, sehr teures Projekt geworden. Das wäre ein sehr großes Projekt geworden. In Rumänien hätten wir die ganzen Sachen gefilmt, also mit der rumänischen Kavallerie damals, die für erste italienische Kampagne und auch die russische Kampagne und in Frankreich an Drehorten und in England Studioaufnahmen. Das wäre eine große Geschichte geworden. Ja. Damals ein Budget, glaube ich, von über 5 Millionen. Das war damals wahnsinnig viel Geld. Ja. Und ich kann das schon verstehen, dass MGM dann vielleicht Angst hatte. Aber nun ja,
so ist das halt in diesem Business. Ja. Wir sollten natürlich noch über die Musik sprechen bei Kubrick. Ja. Denn das ist ja eine seiner großen Leistungen auch gewesen. Es wurde hier im Film ja auch gezeigt, dass mit 2001 Space Odyssey, dass da ja gewissermaßen ein neuer Umgang mit Filmmusik passierte. Ja, ja. Wie kam das dazu? Er war ja immer sehr an Musik interessiert, war auch sehr musikalisch und bei 2001 war es so, dass er zunächst einen Score hatte von Alex North, ja. Und dann, er war nicht verknallt darin. Mhm. Und das war ihm ganz wichtig. Er musste selbst die Sachen wirklich lieben. So, also dass man begeistert ist davon, von allem. Und das war er eben nicht. Und dann, er mochte ja immer gerne Walzer. Ja? Und dann hat er irgendwann mal im Schneiderraum diesen Donauwalzer ausprobiert. Und die Crew, die dachten, also das kann doch nicht sein Ernst sein. Ja? Und dann hat er gesagt, lass es mal ausprobieren. Und der ganze Film wurde umgeschnitten, um diesen Donauwalzer in dieses... Ja. Und inzwischen hat man das absolut akzeptiert. Keineswegs, ja. Als es rauskam. Furchtbar viele Leute fanden das völlig grotesk. Ja, und ich weiß noch genau, ich war damals in Zürich und er hat mich angerufen und hat gesagt, ja, ich suche doch irgendwas ganz Großes, was zu einem Ende kommt. Je besser die Musik ist, je wichtiger ist, dass ich es nicht abschneide oder ausblende. Und ich habe ihn oft besucht mit einem Stoß von Schallplatten an, also mit Mahler und Bruckner und Sibelius und Holst und Bach, was weiß ich alles. Und da war auch dabei So sprach Zarathustra von Strauss. Das ist ja nur die Anfangsfanfare. Das Stück geht ja 40 Minuten lang. Aber es kommt zu einem Ende. Da war er schon an den Titel begeistert. Ich habe damals gar nicht begriffen, warum der Titel ihn bereits begeisterte. Ja. Ja? Und dann gefiel ihm die Musik sehr gut. Und das hat er dann verwendet. Ja. Das ist dieses Bum, 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 genau, Bum. Ja, am Anfang. Ja. Genau, am Anfang. Und dann, als ich meinen Dokumentarfilm gemacht hatte und diese Musik von Strauss immer noch unter Copyright war, musste ich zu Peters Edition gehen und sagen, also pass mal auf, also ich will das haben, aber die kriegen immer so 40.000, 50.000 Pfund für sowas. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage, wird immer für Werbung oft verwendet. Da sagte ich, ich kann nicht so viel Geld bezahlen, aber ich müsste das natürlich haben in meinem Film. Und dann sagte der, pass auf, wir haben so viel Geld verdient mit dem Stück, weil Kubrick das verwendet hat, you can have it for £1. Das ist der symbolische Pfund. Genau, ein symbolisches Pfund, auch das musste ich nicht bezahlen. Ja, und also das ist schon, es gibt also durchaus, es ist nicht alles Halsabschneiderei in diesem Geschäft. Ja, also habe ich das umsonst bekommen. Ja, naja, das war aber wichtig für mich, dass ich es habe. Ne? Aber das ist ein, glaube ich, gerade dieses Stück Musik ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie vielen Ebenen Kubrick gedacht hat, wenn er etwas festgelegt hat in der Bedeutung. Also der Titel spielt eben auch mit. Ne? Man hört die Musik, man erkennt den Titel, man erinnert sich daran und dann steht auf einmal eine Philosophie dahinter. Ne? Zum Beispiel für Eyes Wide Shut hatten wir diesen Schostakowitsch-Walzer. Monate bevor wir angefangen haben zu filmen, war das festgelegt, dass es das sein soll. Ja. Der wollte einen Walzer haben in einer Molltonart, der diese Melancholie sofort ausstrahlt. Das gefiel ihm unheimlich gut. Und so haben wir das dann auch gemacht. Ja. Und das ist die Musik, die man immer noch im Kopf hat, wenn man aus dem Film rausgeht. Genau. So. Schwer zu sagen. Ich wiederhole gerade noch mal für das ganze Publikum. Gab es schon einen Stoff, den Kubrick bearbeiten wollte nach Eyes Wide Shut? Ich kann es nicht beantworten. Ich glaube, es wäre nicht Aryan Papers geworden, aber es hätte sein können. Es war ein Stoff, der ihn immer sehr interessierte. Er fand ihn unheimlich schwierig. Das war schon 1975 oder so, da dachten wir an Isaac Bashevis Singer, ein sehr, sehr toller Schriftsteller. Und ich habe den besucht in New York meinte er, es wäre doch eigentlich ideal, wenn er ein Original-Drehbuch schreiben würde darüber. Und da meinte er, auf Englisch sagte er mir, he's very honored, but unfortunately I don't know the first thing about it. Ich habe keine Ahnung zu diesem Thema. Ich weiß natürlich ganz genau, was er meinte damit. Und Kubrick verstand das auch. Und dazu müsste man das durchlebt haben. Ja? Und dann hat das gelassen, aber dann mit dem Louis Begley-Buch, Wartime Lies, fand er sich wieder sehr ermutigt, weil das war ja doch autobiografisch, denn das war ja der kleine Junge, der damals als 6-7-Jähriger durch dieses Netz
in Polen durchschlüpfte, ja, durch dieses Nazi-Netz. Und deshalb ist es also authentisch. Und da war aber noch mal wieder ermutigt, man könnte es doch machen. Aber naja, ich kann es nicht sagen. Es war nicht festgelegt. Also, Eisenhower dauerte so lange und das war ein solcher Kampf, bis das hinzukriegen. Das war für ihn der schwierigste Film seines Lebens. Das ist gar keine Frage. Ja, und nicht wegen Technik, sondern nur wegen Inhalt. Kriege ich das hin, etwas zum Publikum, etwas auf die Leinwand zu bringen, wo jeder ein Experte ist? Alle sind Experten zu dem Thema Eifersucht und Sexualfantasie. Da gibt es keine Laypeople. Ja, da gibt es, alle wissen darüber Bescheid. Folglich ist das besonders schwierig, das zu machen. Und ich finde, es ist ihm sehr gelungen. Und er war auch glücklich damit. Und ja, eben. Mhm. Der Film ist keineswegs, das ist keineswegs so, dass alle Leute davon begeistert sind. Weil er geht einem unter Umständen etwas zu nah. Er rückt einem auf die Haut. Ja, das ist die Schwierigkeit. Ja. Aber Artificial Intelligence hätte er wahrscheinlich nicht in Angriff genommen. Ich kann es nicht sagen. Ja. Wahrscheinlich nicht. Er hatte es ja bereits Steven angeboten. Da lebte er ja noch. Ja. Er war vollkommen. Also, er war sehr begeistert davon. Er meinte, Steven ist der richtige Mann dafür. Eine Verfilmung von Herr der Ringe von Tolkien. War das mal? Nee. Überhaupt nicht. Können wir gleich weitermachen? Das Foucault'sche Pendel. Bitte? Das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco. Nein. Auch nicht, ne? Ich habe auch gelesen, dass er mal gemeint hat, er sollte machen diesen, wie hieß das nochmal, das ist ein tolles Buch. Der Mann hat auch geschrieben mit dem Kontrabass, wie heißt diese Geschichte? Ach, das Parfüm. Das Parfüm, ja. Genau. Habe ich gelesen, hätte er auch machen sollen. Stimmt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Er hat das Buch gelesen, ist auch eine interessante Geschichte. Ja. Aber er meinte, dass also man könnte sehr viele bessere Sachen anfangen mit hübschen Frauen. das ist also das Letzte, was ihm in den Sinn käme. Ja. Ja. Ja, dieses wunderbare Gerücht, das ja durch einen Doku-Fiction in die Welt kam, Kubrick hätte die Mondlandung inszeniert im Studio. Ne? Das ist natürlich völliger Unsinn. Ich weiß genau, wie das entstanden ist. Diese Leute von Arte kamen zu uns und sagten, ja, wir wollen einen Dokumentarfilm machen über die Mondlandung und so können wir sie interviewen. Und auch Christiane Kubrick wurde interviewt und es wäre doch interessant. Und Kubrick war bla 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 bla. Und dann kam also dieser Film zustande, der besagt, dass Kubrick tatsächlich eine falsche Mondlandung gefilmt hat für NASA. Ich meine, das ist so grotesk. Ja? Nun, wenn man den Film sorgfältig sieht, dann weiß man ja, dass das nicht stimmt. Aber die meisten Leute sehen Filme am Fernsehen nicht sorgfältig. Und ich bekam sicherlich 200 Anrufe. Wie konnte Kubrick sich zu so etwas einlassen? Ich sage, um Gottes Willen, stellt euch das doch mal richtig an. Und naja, also das ist natürlich alles völliger Unsinn. Natürlich, das ist völliger Quatsch. Aber wäre das am 1. April gesendet worden, wäre es ja alles in Ordnung. Es wurde nicht am 1. April. Ja, dann wäre es ja sehr schnell zu den Schauen gewesen. Ja, so natürlich. War der Spaß ja größer. Ja, nein, es ist tatsächlich so, wenn man sich den Film von vorne bis hinten ansieht, ist es klar. Nur das tun sehr wenige Leute, die am Fernsehen, sondern dann geht's Telefon oder man geht mal raus oder man überhaupt, das läuft so ein bisschen mit, ja. Das ist es nicht. Wir müssen die Filme richtig anschauen. Ja, genau. Das gilt natürlich vor allem für Kubrick-Filme. Was sind Ihre nächsten Projekte? Wie hat sich Ihr Leben nach Kubricks Tod verändert? Und was sind Ihre Projekte? Nach Kubricks Tod habe ich also mit Steven Spielberg gearbeitet. Dann habe ich diesen Film gemacht. Dann einen Film über den Schauspieler Malcolm McDowell. Oh, Lucky Malcolm. Dann ein Film, auch mit ganz wenig Geld, mit einem internationalen Jugendorchester über das Dvorak-Cello-Konzert. Dann zwei Filme mit Studenten. Dann kam die Kubrick-Ausstellung. Die wurde von Frankfurt eigentlich initiiert und die ist inzwischen also in 11 Städten gewesen. Und riesiger Erfolg. Da bin ich immer in der ersten Woche dabei mit Presse und so. Und die ist jetzt im Moment in Toronto und geht dann anschließend nach Mexiko und dann im Herbst nach Korea und dann nach San Francisco. Aber die war bereits in Berlin und in Frankfurt und Rom und in
Paris und in Sao Paulo und in Melbourne und was weiß ich mehr noch. Also das mache ich und dann arbeite ich vor allen Dingen an Filmschulen. Und für mein Alter ist das eine sehr angenehme Sache. Da bin ich jetzt so reingerutscht. Das musste ich ja auch erst mal lernen, ja, wie man das macht. Und jetzt arbeite ich eigentlich auf der ganzen Welt, mache Seminare und sogenannte Workshops, wie man das auf Deutsch nennt, an Filmschulen. Und das macht mir auch Spaß. Ja. Da habe ich Kontakt zu jungen Leuten und zu sehr gescheiten Leuten meistens und Leuten voller Energie und zielbewusst. Und das finde ich sehr gut. Ja. Das ist für mich genau richtig. Und da habe ich 7 Enkelkinder. Das spielt ja auch eine Rolle. Das ist ja ganz wichtig. Haben Sie überhaupt noch Zeit für die Familie, wenn Sie so viel unterwegs sind? Die Familie ist das Wichtigste. Ja. Ich habe das große Glück, eine fantastische Frau zu haben, die ich seit 50 Jahren kenne. Und wir sind jetzt fast 48 Jahre verheiratet. Wir haben 3 sehr nette Söhne. Und die haben von mir gelernt, wie man eine nette Frau aussucht. Folglich haben die... Ja, I take full credit for this. Und so kam das alles zustande. Nein, das ist das Wichtigste. Ja, überhaupt. Ja. Ja, wunderbar. Schön, dass Sie... Ja, Sie haben noch eine Frage, bitteschön. Es war 166, glaube ich. Ne? Das Filmformat. 166 oder 175. Ich habe es vergessen. Aber inzwischen ist es ja, die Norm ist ja jetzt festgelegt durch das neue Fernsehformat eigentlich und dieser neue Standard entstanden. Damals war eben noch dieses schreckliche Fernsehbild mit dem VHS da. Ja? Und das ist ja inzwischen zum Glück gelöst. Also technisch sind ja die Sachen sehr viel besser geworden. Inhaltlich nicht unbedingt, aber technisch. Ne? Ja. Es war ständig Ärger damit. Auch zum Beispiel war immer die Frage, wie macht Warner Brothers das mit dem VHS, mit diesen Videokassetten, zum Beispiel bei 2001. Das war natürlich viel breiter angelegt. Macht man da schwarzen Strich oder schiebt man das zusammen? Da haben sie sich sehr darum bemüht, den Kompromiss richtig zu machen. Und furchtbar viele Leute beschweren sich darüber, wenn es nicht ganz genauso ist, wie es im Original ist. Ich kann dazu nichts sagen. Ja. Das ist auch eine Marketing-Sache, nicht? Ja, natürlich, ja. Da spielen viele Gesichtspunkte eine Rolle. Ja. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann freue ich mich, dass Sie so rege Anteil genommen haben. Und ganz besonders herzlichen Dank natürlich an Jan Harlan, dass er heute zu uns gekommen ist. Sie waren ja erst in Toronto jetzt vor kurzem, ne? Ja, da ist ja im Moment die Ausstellung. Da ist die Ausstellung, jetzt in Karlsruhe. Also herzlichen Dank, dass das möglich war, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Das ist ganz einfach. Und Sie sind ja sehr gerne gekommen. Ne? Ja, ja.